Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Koalperen100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Wir sind auf der Spur nach dem goldenen Kerzenständer und leider führt uns das Ganze hier in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus, wollte ich schon fast sagen, von diesem Lavafluss. Ein ganzer Lavastrudel ergießt sich hier. Irgendjemand hat was geklaut. Und er hat wahrscheinlich diesen Pokal in die Lava geworfen und ihn geschmolzen. Die Spuren gehen auf der anderen Seite weiter und scheinen die Stufen hinaufzuführen. Was? Hier sind keine Stufen. Ach, da die Stufen. Okay. Ja! Okay, man kann echt rüberspringen. Und er kann auch rüberspringen. Wunderbar. Jetzt nur nicht runterfallen, Dickmops. So, Meister, ich glaube, wir machen uns hier gerade unser eigenes Grab auf. Ist dir das klar? Zusammen tatsächlich sind wir stärker. Es ist mittlerweile schon so, ich kann schon gar nicht mehr richtig sprechen, während ich kämpfe, weil ich mich immer so konzentriere, dass ich nicht sterbe, weil die echt böse zuhauen und man so dieses Timing für sich behalten muss. Oh Gott, es sind drei. Spring doch nicht so doof in der Gegend rum. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Ich glaube, es sind gleich zwei von denen tot. Okay, die haben gar keine Taschen gehabt, deswegen ist denen alles umgefallen. Du hast deinen Meister gefunden. Gott, wo der die immer hinschleudert, wenn er sie dann letzten Endes fertig gemacht hat, ist ja geil. Okay, Kobolde. Haben sie noch was verloren? Gold. Ratten. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, James. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier noch von benutzbar irgendwie irgendwas zum Trinken noch dabei habe. Aber scheint echt nicht so gut zu laufen hier für mich. Ah, hier seht mal, es gibt wieder diese Einfluss plus zwei. Es gibt tatsächlich wieder diese Permanent-Dingsbums-Pflanzen. Fingerfertigkeit plus zwei, ja geil, davon haben wir gleich zwei. Heldenkraut, Härte plus zwei, geil, Nahkampf plus zwei. Das hätte ich mir natürlich früher mal angucken müssen, ne? Seelenflechte. Ah, wundervoll. Sehr gut. I like. Drang des Rituals. Aha. Ja, ich muss echt bald mal wieder ein bisschen Geld darin investieren, mir richtige Tränke zu kaufen. Sonst wird das ja hier alles nichts. Bedrohlicher Kobold. Um Himmels Willen. Nicht mich angreifen. Gelle? Du machst mir keine Angst. Oh Gott. Oh Gott, nicht hauen. Mach mal was, Edward. Ja, aber Edward macht schon ordentlich. Kann man nicht meckern. Das muss ich schon mal sagen. Komm schon, Edward. Wir schlagen diesen Lava-Golem zu Brei. Und zu Breischlag. Und yes. Komm schon, Edward. Ruf Jacob, wenn es nicht anders geht. Und Alter, ich häng fest. Und Schlag! Schlag! Eisenerz. Altes Wissen. Ich bin ja gespannt, wann ich endlich dieses alte Wissen irgendwo eintauschen kann. Heldenkraut! Jetzt nicht. Was? Ich werde doch gar nicht angegriffen. Wo sind denn hier welche? Hier ist niemand. Wir sind nicht im Angriff. Oh mein Gott, was hier ist? Der Kerzenständer! Und eine Schatulle und Gold. Oh mein Gott, yes. Kerzenständer. Jetzt nicht. Kann ich auch nicht. Ah, wir müssen jetzt nicht wirklich da vorne noch die Tür aufmachen, damit wir die restlichen Kobolde wegbringen oder so. Doch, müssen wir. Gut, mach dich bereit. Komm schon. Kommt schon. Ach so, dann. Aua, aua, aua. Ich häng fest. Ah!
Ja, genau, mach du alles für mich. Ha! Schwarzer Ghoul, dass ich nicht lache. Aua. Wer macht den Strich durch die Rechnung? Ein Scavenger. Nee! Okay, komm her. Okay, wenigstens. Alter, du willst mich doch verarschen, du scheiß Scavenger! Mach dich, blödes, du mistiges, dreckiges Arschvogelvieh! Guckst du! Meine Fresse! Oh. Gott! Okay, was ist denn hier jetzt los? Wo sind wir denn hier jetzt eigentlich rausgekommen? Hinterm Friedhof irgendwo? Warte mal, Karte. Ah, ganz in der Nähe des X. Ganz in der Nähe des X. Hier drin haben wir gekämpft gegen den Golem und da ist schon das nächste X. Na, ob wir da dann nicht gleich mal hingehen, bevor wir jetzt hier den ewigen Weg nach Hause antreten? Ja, aber so nicht. Wir machen jetzt erstmal den hier. Also wir haben... Sorry. Wir haben den Kerzenständer gefunden. Das ist schon mal gut. Hier gibt es eine Truhe, die knacke ich jetzt noch schnell. Lalalam. Klick. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Dieses System, das muss ich echt mal einer... Bauplan für Karfunkelstein. Wow. Und mein Diamant habe ich verkauft. Oh, oh, was ich da hätte... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wäre das ein Dingsbums gewesen. Ich hasse es. So, Hammer. Jetzt gehen wir zum Spaß einfach mal noch pennen hier oben. Weil wer schläft nicht gerne in dieser Atmosphäre? Was? Oh. Geil. Essen. Essen nehmen wir immer. Bis mittags schlafen. Ach, Kinder. Es ist schon nicht ganz so einfach. Muss man auch mal sagen. Es ist schon nicht ganz so einfach. Und ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt diesen ewigen Weg wieder zurückgehen, obwohl wir wissen ja eigentlich, es ist ja eigentlich nicht weit. Wir müssen ja bloß hinterm Friedhof dann hier rumgehen. Es ist ja gar nicht weiter schlimm. Ach nee, kommt. Da gehen wir jetzt trotzdem schon gleich hin. Machen wir so. Bumm. Und jetzt geht's los hier. Jetzt, Alter, unglaublich. La 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 la. Irgendwo da drin ist einer von den Leuten vom Dingsbums. Da vorne ist eine schwarze Katze. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Und das hier nehmen wir noch mit. Das komm her, Skelett. Ende mit den Biestern. Und. Siehst du, wie wir Leute wie dich verprügeln, die noch nie in ihrem Leben was Richtiges gegessen haben? Deswegen sind sie so dünn. Oh Gott, es sind drei. Edward, du musst was tun. Edward. Okay, Edward. Aua. Komm schon. Schlag ihn zu Brei. Edward, jetzt hau mal richtig zu. Der kann sich doch nicht wehren. Komm schon. Oh ja, jetzt haben wir sie in der Zange. Jetzt komm schon. Nein, visier doch den richtigen an. So blöd. Scheiß Vieh. Oh. Alter, jetzt reicht's aber, ne? Endlich hat der Kampf ein Ende. So, du mieses Dreckschwein. Aus dieser Mine wird die Grundlage für den Krieg gewonnen. Eisen. Ah ja, das ist die Eisenmine, ne? Da ist der Typ hin, den er vermisst, der Schmied. Genau. Den sollten wir ja eh für den Schmied finden. Dann haben wir den sein X nämlich auch gleich erledigt. Und damit ist diese Frage dann geklärt, warum beim Schmied auch noch dieses rote X war. Das trifft sich ja hervorragend. Gut, dass wir das gleich gemacht haben. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh nein. Riecht so, als würde er hier schon länger liegen. Armes Schwein. Ich eile! Aua. Hui. Wieso greifst du mich an? Der andere Typ verprügelt dich hier nach Strich und Faden, nicht ich. Mich kannst du blocken. Und doof, dass dein Slasher-Kollege hier nichts macht, ne? Wait. Aua. Auch wie man auch immer an irgendeiner Kante wegglitschen kann und dann kann man nichts mehr machen. Das ist schlimm. Mmh.
Komm schon. Und tot. Yes. Gott, kurz davor. Jetzt wäre fast Edward kaputt gewesen. Ah, schön zu sehen, wie die ganzen Questlines hier ineinander greifen. Das freut mich gerade. Dass ich mich so mit diesem Goldkerzständer, was ja eigentlich eine Quest ist, die man problemlos links liegen lassen kann, dass ich mich da so in die richtige Richtung verirrt habe. Das ist genau mein Ding. Jetzt klauen wir hier mal den großen Sack Gold, der hier liegt. Genau den, den habe ich doch gleich erkannt. Zu schwierig. Zu schwierig, das ist sehr schade. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Hey, kommt alle her. Hallo? Ist natürlich auch scheiße für Yvette jetzt, dass er tot ist, aber Yvette hat ihn ja bloß benutzt, ne? Die fand ihn ja nicht so toll. Die spielt ja. Aua. Hallo. Gott, wie der einfach die Ratte sich von irgendwo runter droppen lässt, ja? Und man denkt, dass es sonst was ist. Jadesteine. Die behalte ich aber mal. Die sind sicherlich irgendwas wert mal. Oder man kann sie für irgendwas benutzen. Die sind aber gut genug. Schade, dass man den Lockpick-Skill da nicht durch tatsächliches Lockpicken auch aufbessern kann. Das wäre jetzt wieder so ein Skyrim-Syndrom, was ich mir da wünsche. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Wir spielen ja auch nicht Skyrim. So, magischer Kristall. Zack, 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 zack. Ich habe jetzt hier ach nee, da vorne ist noch was. Erstaunlich wenig zum Schürfen gesehen, wollte ich gerade sagen. Er benutzte eine Krabbenschale als Behälter für seine Experimente. Eines Tages war die Krabbenschale unzerstörbar. Also machte er sich auf zur Krabbenküste und wollte dort so lange bleiben, bis ihm der Geniestreich erneut gelingen sollte. Die Krabbenschale soll er in seiner Truhe aufbewahrt haben. So, so. Also, auf der Krabbenküste ist also noch irgendwo eine Schale mit was Tollem drin. Gut zu wissen, da oben ist noch was. Irgendwie ist da oben noch was. Nur wo kommt man da hoch? Keine Ahnung. Aber ist ja gut, dann haben wir ja quasi jetzt schon ein neues X. Dann sollte ich ja jetzt gleich schon auf dem Track bleiben, auf dem ich bin, weil hier ist ja noch ein X dann. Moment. Diesen haben wir jetzt erledigt. Das ist Alvini, Alvito? Nee, Fen. Oh Mann, nein, ich bin doch nicht. Ich muss trotzdem hier hoch. Der steht hier oben drauf. Der ist nicht in der Höhle drin. Aber gut, dann haben wir trotzdem durch Zufall wenigstens das für den Schmied erledigt. Das ist ja schon mal gut. Das merken wir uns. Sonst scheint es hier in der Höhle auch großartig gar nichts mehr zu erledigen zu geben. Die ist nur dafür gedacht, dass hier halt Eisen abgebaut wird. So. Also gehen wir hier auch einfach wieder raus. Wir haben hier drin nichts verloren. Alles, was wir verloren haben, potenziell, haben wir wieder mitgenommen. So, und jetzt gucken wir mal, welchen Weg ich gehen muss. Hier unten ist wieder der Bauernhof. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne diesen Puma oder was auch immer das wieder ist, töten. Der schläft. Aber... Und... Stirb! Also Edward, du musst echt noch ein bisschen einen Zahn zulegen hier, wenn es um Kämpfen geht. Das geht so nicht. Komm schon. Hat's den gebeutelt. Okay, da hinten habe ich irgendwas mit Raptoren gesehen. Das will ich jetzt... Oh Gott. Na komm. Na komm. Oh, er hat ihn schon kaputt gehauen. Schön, dann gehen die anderen auf ihn. Das ist ja geil. Aber... Bam! Knack! Komm schon! Stirb, Kobold! Yeah. Ach, dass nicht nur er alles macht. Ich fühle mich so, so unterlegen. Meine Mitstreiter hier. Meine Fresse, das ist ja grauenvoll. Okay, 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 okay. Was haben wir hier? Nichts weiter? Na gut, wir bringen jetzt erstmal diesen Kerzenleuchter zurück, bevor der Part sich dem Ende neigt. Ist doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss. Dafür, dass wir in der letzten Folge richtig ernsthaft auf die Spuren gekommen sind. Und wir haben einiges gefunden. Wir haben dann auch noch diesen Golem gefunden. Wir haben diesen Lava-Durchgang gefunden. Und was ist mit diesen Ruinen an den Lavabergen auf sich hat, die ja in den Fels geschlagen waren? Was es damit auf sich hat, ob man da auch noch reingehen kann? Interessant, ich habe gedacht, hier wächst was. Interessant, interessant.
So, Meister. Sagen wir doch erstmal hier den Unschuldigen, dass er unschuldig ist. Kennst du diesen Kerzenständer? Ja, das ist Ernestos wertvoller Kerzenständer. Gehe am besten sofort zu Ernesto und gib ihm den Kerzenständer. Sag ihm, wo du ihn gefunden hast. Alles klar, kriegen wir hin. Jetzt könnte man natürlich zu ihr hin und weiter lügen, dass er ihn gestohlen hat, aber ich fand den irgendwie sympathischer als die Frau, deswegen erfährt er die Wahrheit. Ich habe deinen Kerzenständer gefunden. Ist das dein Ernst? Zeig her. Er ist es tatsächlich. Vielen Dank. Aber sag mir, wer hatte ihn? Ein paar Kobolde hatten ihn geklaut. Das ist gut zu hören. Ich habe meinen Knecht Nikodim wohl umsonst verdächtigt. Dann kann ich ihm doch meinen Hof vermachen. Danke nochmal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hast du den Kobolden denn auch ordentlich in den Arsch getreten? Na klar. Die Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar, du bist ja richtig zu was zu gebrauchen, Junge. Hier hast du noch eine Belohnung dafür. Danke. Sehr gut, so muss das hageln. Kriegen wir vielleicht auch noch was von Nikodim? Aber ehrlich, Mann. Danke, dass du Ernesto seinen Kerzenständer zurückgebracht hast. Du hast mir damit wirklich meinen Arsch gerettet. Hier hast du eine kleine Anerkennung von mir. Für deine gute Tat. Yay, 50 Gold. Liebe Freunde, virtueller Zeitverschwendung. Ich würde sagen, bevor wir jetzt wieder diesen Weg hochgehen und dann hinten oben quasi auf die Bergebene und uns den zwei Xen widmen, diesen beiden hier, dem und dem. Und dann zu aller guter Letzt machen wir den hier, vor der Burg. Und dann wären wir schon, dann werden wir verdammt nochmal schon ein Dämonenjäger. Ist das was oder ist das was? Ich prognostiziere jetzt mal noch 3 bis 4 Parts. 3 bis 4 Parts sind wir Dämonenjäger. Ihr seht, wie umfangreich der ganze Schissel hier ist. Aber wir fangen im nächsten Part umgehend damit an in Risen 3 Titan Lords. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss und bis dann.